Gute, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen hier bei Schugibarugi. Ja. Sascha ist hier. Ja, ich bin hier. Ja? Und heute ist der 29. April und heute hat Geburtstag Andre Agassi. Andre Agassi. Hier sehen wir Andre Agassi. Wie er heute aussieht. Neuerlich, ja. Ordentliche Glatze hat er. Ja. Ja. War aber nicht immer so. Das ist ein bisschen jünger. Ja, ja, ein bisschen mehr Haare. Netter Junge. Die Steigerung. So. Und dann ganz früher sah er mal so aus hier. Ja. Andre Agassi war ja verheiratet mit unserer Tennisheldin. Ja. Unser Steffi. Steffi war verheiratet? Ist verheiratet, nee. Entschuldigung. Die sind doch immer noch, ne? Sind die noch verheiratet? Ja. Ja. Also die sind doch glücklich. Ja. Würde sagen, also die machen richtig schön. Ja. Einen auf Tennis Love Story. Tennis Love Story. Apropos Love Story. Ja. 1972, am heutigen 29. April 1972, fand die erste deutsche Schulendemo in Münster statt. Ja. 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 So, ja. Super. Vor der Christopher Street Day und was weiß ich was, da ging's los. Ja. Also ja. Das war die erste deutsche Schwulen-Demo in Münster. Genau. Am 29. Im westfälischen Münster, genau. Ja, ist ja gut. Ja. Am 29. April 1972. Genau. Ja, gute Sache. Oder auf die Straße gegangen für ihre Rechte. Läuft. Genau. Ja. Weiter mal. Hättest du mal mitgemacht? Also, du warst ja noch gar nicht auf der Welt. 72, würde ich gerade sagen. Ja. Aber sonst hättest du mitgemacht. Ja. Ja. Aber so geht das nicht. Ja. Ja, das war Daily, kurz und knackig hier, Andre Agassi und die Schwulen-Demo. Das war am 29. April und das könnt ihr jetzt heute allen Leuten erzählen da draußen und mal ein bisschen angeben, was ihr alles so wisst. Röstel. Was ihr alles so wisst, ne? Einfach so aus der kalten Hose. Macht das. Aber eigentlich habt ihr es von Shoki Banoki Daily. Cheerio, Miss Sophie. Gute.